St. Martin in Lagerlechfeld, eine ehemalige Militärkirche. Sieht interessant aus. Und was für einen außergewöhnlichen Turm sie hat. Aber Glockenläuten ist das keines. Vielmehr wird hinter der Kirche in diesen Wochen gesägt und gebohrt, geschraubt und geklebt. Im Rahmen des Ferienprogramms der Pfarrei entstehen hier in Teamwork Nistkästen. Und zwar mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit. Diese Aktion ist dadurch entstanden, dass wir hier beim Umbau eine große Betondecke einziehen mussten. Und da brauchte man diese ganzen Schalungsbretter. Und die würden so normalerweise entsorgt. Und da haben wir gesagt, nein, das sind so wertvolle Bretter, die werden wir auch irgendwie verwenden. Haben die alle auf die Seite getan. Und jetzt haben wir im Rahmen des Lechfelder Ferienprogramms 3 solche Aktionen gemacht, wo wir im Grunde genommen aus diesen Brettern Igelhäuser, Starrenklötze, Meisen oder auch für Höhlenbrüter so ganz verschiedene Nistkästen und Behausungen gebaut haben. Seit 2014 hat sich die Pfarrei St. Martin in Lagerlechfeld dem Umwelt- und Klimaschutz verschrieben. Und so wurde zuletzt bei der großen Renovierung Altes nicht einfach weggeworfen, sondern neu interpretiert, wie beispielsweise diese Kreuzwegtafeln. Gemeinsam mit Eltern und Großeltern entstehen hinter der Kirche immer mehr Bauten aus alten Schalungsbrettern. Aus einigen Teilnehmern sind in dieser kurzen Zeit schon kleine Handwerker geworden. Löcher gebohrt, die richtigen Bretter suchen und die Schrauben rein tun. Unsere Kinder wollten schon lange Igelhäuser bauen, weil die Igel in unserem Garten keinen Platz gefunden haben, wo die Katzen nicht kamen. Und da fanden sie es eine schöne Idee, dass sie das hier bauen können. Die haben hier schon viel gemacht in der Pfarrei und kennen den Platz, fühlen sich hier wohl. Können ist eine Laufweite, ist auch mal was schön, wenn man mal im Dorf was machen kann. Und wir wollen einfach den Igeln ein Zuhause geben. Das macht mir Spaß und ist eigentlich ganz einfach und ich baue einen Igelnistkasten. Ich baue gerade für ein Spatzenvogelhaus und ja. Wo soll denn das Vogelhäuschen mal hinkommen? In den Garten. Da kommen dann Vögel rein. Die fliegen dann da rein und bauen sich ein Nest. Sie sind schon wissbegierig, gell? Und sie machen auch mit und das ist auch wichtig. Das Interesse erwecken, selbstständig ein bisschen was machen. Alles können sie nicht, aber das, was sie können, das sollen sie auch machen. Und dafür sollen wir sie auch animieren. Und nebenbei ist das Ferienprojekt auch eine gute Möglichkeit, die Mitglieder der Pfarrei wieder einmal zusammenzubringen und durch produktives Werkeln Gemeinschaft zu fördern. Corona ist zwar schon ein bisschen her, aber man merkt immer noch, dass es jetzt wieder darum geht, rauszugehen, zu den Leuten zu gehen, Aktionen anzubieten, die Leute auch ein bisschen rauslocken, damit man wieder Gemeinde miteinander bauen kann. Und weil die Vogelkästen hier unten wenig nützen, macht sich eine Gruppe auf zur nächsten Mission, die nur mit einer Leiter zu bewältigen ist. Denn dort oben soll der Starrenkasten aus recycelten Schalungsbrettern seinen eigentlichen Zweck erfüllen. Als Unterschlupf für Vögel und Insekten im Winter und als Bruthilfe im nächsten Frühjahr.